Was geht ab, liebe Freunde? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zur neuen Folge The Legend of Zelda Twilight Princess. Und wir befinden uns gerade im Dorf. Was ist denn er hier für einer? Quack, quack. Ich dachte nicht, dass jemand mit mir reden würde. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Tut mir leid. Voll geil, dass man mit den komischen... Mit denen kann man auch reden. Für Menschen ist es nur ein Kaff auf dem Land, aber für uns ist es fast wie das Paradies. Zieh du dich doch auch mal hier im Dorf um. Ob du siehst, wenn es irgendwo blinkt oder nicht, das hängt nur von deinem Gespür ab. Voll nice. Ja, wie gesagt, wir befinden uns immer noch in Wolfsgestalt. Mit den Hühnern kann ich auch reden. Na, hier, was? Gar nicht mal so dumm von dir, dich erstmal bei den wichtigen Leuten bekannt zu machen. Also quasi bei mir. Du willst also etwas über das Dorf erfahren? Ich kann dir alles erzählen, was du wissen musst. Was meinst du? Dann erzähl doch mal. Für gewöhnlich ist dieses Jahr ein ganz normales, ruhiges Dorf, aber heute gab es ziemlichen Ärger. Du glaubst es nicht, Monster haben das Dorf überfallen und die Kinder entführt. Übrigens, irgendwie siehst du auch ein wenig monströs aus. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Die Leute in dieser Stadt könnten ziemlich allergisch auf dich reagieren. Was haben wir schon mitbekommen? Hey, was hatten die Hände zu erzählen hier? Igitt, du stinkst wie einer dieser Typ von der Weide. Hast du denn etwas gefressen? Was hast du denn angestellt? Nein, den habe ich nicht gefressen. Wie gesagt, wir müssen immer noch dafür sorgen, dass wir aus dieser Wolfsgestalt herauskommen. Haben uns in der letzten Folge Schild und Schwert besorgt und begeben uns jetzt zurück zu diesem Waldstück, wo wir verwandelt worden sind, in der Hoffnung, dass wir dort unsere menschliche Gestalt zurückbekommen werden. So. Ich glaube, er meinte schon hier vorne. Ne? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, allein von der Idee her, warte, komm zu meiner Quelle. Deine Erscheinung, eine dunkle Kraft, komm zu mir. Hey, das ist eine Falle. Achtung, ein Wesen der Finsternis, ich spüre, dass es näher kommt. Oh, ja komm, ey, dann mache ich euch jetzt auch eben kurz fertig, ey, kein Problem. Aber gegen so einen habe ich ja noch nicht gekämpft. Der scheint wohl auch ein bisschen härter zu sein. Okay, guck mal, den Teil, ich nehme jetzt nicht jetzt richtig aus. Oh, hier, zack. Oh, 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 ich kann ihn auch anspringen dann. Ja, Mann, bam, bam, bam. Oh, das hat gesessen, Kollege. Und nochmal. Ah, down ist er, nix kann er. War es das jetzt? Ja, ich glaube schon. Tapferer Jüngling. Ich bin Latoran, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule mit Licht erfüllen. Was ich übrigens auch geil finde, gibt es nicht bei Breath of the Wild auch irgendwelche Gebiete, die Latoran oder sowas heißen? Oder, also es gibt ja bei Breath of the Wild auf jeden Fall auch Gebiete, die an Twilight Princess erinnern, hier mit dem Wald von Firon und so, das gibt's ja auch da alles. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Die rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützten, sind von den Schatten bedeckt worden. Wenn niemand diese Wesen aufhält,
wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die in den Schatten gefangen sind. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, der verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Firone begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Hä, ist er nicht der Lichtgeist? The fuck? Okay, war ja wohl doch nicht. Aber was ich sagen wollte ist, dass ich gerade an Breath of the Wild besonders cool finde, dass sie Teile der Welten aus fast jedem Zelda mit in diese riesige Karte übernommen haben. Teilweise auch den Brillenfelsen aus A Link to the Past. Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, irgendeine Insel, die heißt Kokolith-Insel. Und ich glaube, die ist ganz im Westen von der Weltkarte. Und von Link's Awakening, die Insel hieß Kokolith mit N, wo der Windfisch drauf war. Und wie es sich auch gehört, hat diese Insel Kokolith auch so einen kleinen Berg, wo eben dieses Windfischei oben drauf war. Ja? Also ich finde es halt schon sehr geil, wie viel sie da echt übernommen haben aus den anderen Zelda. Also, macht aber allerdings auch, man checkt es halt nur, wenn man die anderen Zelda auch kennt. Aber wenn jetzt Breath of the Wild das erste Zelda ist, dann geht einem halt echt viel an Easter Eggs und Sidekicks verloren. Ja? Pass auf, siehst dir gut an. Der Wald von Firone, wie du ihn kennst, wurde mit Schatten überzogen, wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Natürlich. Mit so etwas kämpft man also in deiner Welt? Wie sie das Schild auch als Maske benutzt. Ob man mit sowas diese Biester wohl erledigen kann? Wirklich, tut mir leid. Aber dieses Zeug ist nichts für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Wie auch immer, ein Versprechen ist ein Versprechen. Also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Dafür wirst du mir aber auch einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du etwas für mich findest. Was? Das sage ich dir später. Es ist aber ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch die Stimme des Lichtgeistes? Der Arme, so ganz allein im Dunkeln. Wo mag er nur sein? Will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir ihn nicht schnell finden. Also los, nicht zu träge. Wir wollen diesen Geist schließlich finden. Okay, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal Fersengeld hier. Oh, direkt die nächste Falle. Na, wie viele kommen jetzt? Einer, zwei, drei. Gucken wir mal. Schon mal der erste, zwei, drei, alles klar, direkt drei auf einmal. Aber kein Problem, wir machen mal kurz einen Prozess. Verdammt, sie haben uns eingekreist. Aber die sollen uns bloß nicht unterschätzen.
Im Grunde sind das kleine Fische, mit denen müssen wir uns gar nicht lange aufhalten. Das schaffst du sicher allein. Los, mach sie fertig. Also viel Spaß, man sieht sich. Na toll. Verarschen. Oh. Ja, nice. Guck mal, da ist der erste schon weg. Wir können ja echt nicht so viel, ey. So, angreifen, bumm. Nochmal, bumm, da ist der nächste weg. Ach nee, stimmt. Wir beleben die anderen wieder. Ja, die musste man ja gleichzeitig killen. Ja, das ist aber das große Problem. Ey, was ist da los? Wieso mache ich denen keinen Schaden? Was dauert das so lange? Wenn von den Biestern nur noch eins übrig ist, dann weckt es die anderen mit seinem Schrei wieder zum Leben. Ah, also gut, ich werde dir helfen. Mach einfach nur, was ich dir sage. So, gut, dann wollen wir mal unser Kraftfeld aufbauen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Und... Ah, nice! So, Herzchen für mich. Herzlichen Dank. Dann kann es direkt schon weitergehen. Nee, warte mal, wir sind von... Wo sind wir jetzt gekommen? Ja, hier. Nee, hä? Warte mal. Nee, das war schon richtig hier. Okay, ich bin jetzt kurzzeitig ein bisschen arg verwirrt. Ah, ja doch. Hier ist der Lichtgeist. So nämlich. So, komm mal her hier. Sei vorsichtig. Der Wald hat sich verändert. Er wurde mit Schatten überzogen, von finsteren Wolken umhüllt. Hier werden die Wesen des Lichts zu Geistern, Wesen der Finsternis. Und die Dämonen herrschen jetzt über das Land. Amen. Ich bin ein Lichtgeist. Du willst hier mit klarem Blick. Suche mein Licht. Fühle das Strahlen, das die Wesen der Finsternis mir raubten, in diesen Tiegel. Ja, Mann, du hältst den Tiegel des Lichts. Sammle in ihm Strahlentau, der das Licht in deine Welt zurückbringt. Die Schatten werden vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Verwende dein Gespür, um die finsteren Kreaturen zu finden, die den Strahlentau beherrschen. Okay. In den Schatten sind diese Käfer, ebenso wie Menschen, unsichtbar. Mit meiner verbliebenen Kraft zeige ich dir, wo du die Schattenkäfer mit meinem Licht findest. Oh, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, das sind eine ganze Menge. Mal guckt euch das mal an, ey, wie klein die Welt ist. Warte mal. Ja, wobei, so klein. Wobei, ja doch, schon, ne? Guck mal hier. Du rennst hier durch, da ist so ein komischer Platz. Und das ist die ganze Welt. Das ist echt ein Schiss gegen Breath of the Wild. Das ist der Wahnsinn. Das hier ist ja, soweit ich weiß, die Ebene von Hyrule. Also eigentlich auch voll klein. Aber nun ja. So war das halt früher. Na, da waren die Welten eben noch nicht so groß. Suche die Schattenkäfer. Die Schattenkäfer sind eine Form des Bösen. Sie klammern sich an den Strahlentau, die Essenz meines Lichtes. Okay. Dann würde ich sagen, ich hätte gerne mal die Minikarte. Also. Hier dürfte ja schon der erste rumlaufen. Na, komm mal hier. So, komm her. So. Alles klar. Erster. Zweiter. Wunderbar. Hier ist noch so eine komische Blume. Aber die können ja auch nicht besonders viel. Ich mache einfach die ganze Zeit diesen Sprungangriff. Der wirkt eigentlich am besten. Oh, guck mal, da ist noch einer. Ah, aber der verpisst sich direkt auf die andere Seite, der kleine Wichser. Aber egal, wir wollen ja auch noch gar nicht dahin. Sondern uns erstmal den hier in der Hütte holen. Ich sehe gerade, da ist so ein riesen Felsen. Mit dem können wir nichts machen. Warte, geh nicht zu weit weg. Ja, okay, dachte ich mir schon, dass ich hier nicht langlaufen darf. Na gut, wir müssen in das Haus rein. Also würde ich sagen, gehen wir mal von hier ran. Ey, nicht runterfallen. Dort scheint es auch reinzugehen. Deswegen bin ich da hingelaufen, liebe Mitnahmen. Deswegen bin ich da hingelaufen. So, und jetzt hätte ich gerne wieder die komischen... Lauschen. Was sind das für Viecher? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist doch nicht normal. Die sind ja riesig. Wie eklig. Mist. Komm mir bloß nicht zu nah. Hau schon ab. Ja, zwei Stück.
Macht direkt fertig, ne? Können ja nichts. Zack, zack, siehste. Oh, sie sind weg. Was ist hier eigentlich los? Komm her. Wunderbar. Durch die Tür können wir allerdings nicht wieder zurück. Wir müssen wahrscheinlich den gleichen Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Ne? Na, dann können wir ja jetzt hier weiterlaufen. Uns durch das Tor durchwühlen. Ja, weil der wartet nämlich da jetzt auf uns. Der kleine Sack. Wo ist er? Na, guck mal hier. Oh, ein Hit, kein Problem. Aber komisch, dass diese komischen Käfer dafür jetzt verantwortlich sind, dass die das Licht speichern und nicht irgendwelche anderen komischen Viecher. Na gut. Ey, da ist eine Fledermaus. Komm her. Ja, als Wolf hat man halt irgendwie... Ja, die Kampfrichtung ist so komisch, wohin man halt schlagen kann. Also das ist halt alles nicht so optimal. Auch wenn wir leicht erhöhten Damage haben gegenüber anderen Viechern. Das hier. Ah, gut, hier kommt kein Problem. Guck mal, ey, da ist noch so ein Vieh. Weg mit dir. Vielleicht finden wir hier noch einen Käfer. Guck mal hier. Komm her. Alles klar. Ist hier ein Käfer? Ne, hier ist kein Käfer. Na gut. Dann müssen wir wohl auf diesem großen Platz, schätze ich. Oh. Alles vergiftet. Oder so ein komisches Gas oder was auch immer das sein soll. Wir brauchen noch 2, 4, 6, 7. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da fehlt einer. Also hier ist auf jeden Fall einer. Na, guck mal da. Ey, wie so eine Skulltula damals. Voll cool. Hängt der immer noch da oder habe ich den jetzt? Ne, hier. Hör auf, durch die Gegend zu fliegen. Alter, komm her. Oh, zack. Alles klärchen. Mistvieh. Und wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich dachte, ich könnte hier irgendwie drüber jumpen. Ah, Tatsache. Oh, geht es dort weiter? Das werden wir jetzt sehen, ne? Tatsache. Gibt es hier sonst noch was? Da oben ist nachher noch die Truhe, wenn ich mich irre. Ah, jetzt können wir hier weiter. Oh, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns diese... Achso, die lassen uns auch direkt schon in Ruhe. Alles klar. Ah, hier, guck mal, sind noch zwei Käfer. Aua. Alter, ein halbes Herz Schaden, ey. Wo ist denn jetzt der andere Brummer? Da. Perfekt. So, 4 Stück noch. 1, 2, 3, 4. Ja, doch, das passt ja doch. Wenn da hinten noch 2 sind, dann ist das ja alles easy. Hierhin, 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 dahin, 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 dahin. Oh. Wir müssen nur schnell sein. Mal hier, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns dieses komische Ding nicht erwischt. Kein Problem. Wir müssen auch aufpassen, was die Fledermäuse angeht. Und wir sind da, jawohl, ja. Dann essen sie die nächsten beiden Käfer. Ah, die müssen wir bestimmt auswühlen, ne? Ah, guck mal hier. Aua! Wir dürfen uns natürlich nicht von deren Krams erwischen lassen. Wenn die unter Elektroschocks stehen. Wenn die elektrisiert sind. Guck mal hier. Ey, wie fix die sind! Ah, kurzer Prozess. Jetzt fehlen uns noch 2. Und die letzten beiden werden wohl in dieser Höhle sein, beziehungsweise da oben beim Waldschrein. Und dann müssen wir die ganze Scheiße hier auch wieder zurücklaufen, glaube ich. Och nö. Wieder eine Falle mit 3 Stück. Aber kein Problem, wir wissen jetzt mittlerweile, wie wir die besiegen können. Ja, komm her. Alle 3. Ach ja, komm. Warte. Moment. Das ist der dritte, komm schon.
Und dann komm doch auch her und greif mich an, Mann. Jetzt waren sie alle drei da. Perfekt. Ist ja eigentlich relativ easy, ne? Wenn man nur einem einzigen begegnet, dann brauchst du diese Attacke zu machen. Der ist one hit down. Das ist natürlich schon ein bisschen sexy. Okay. Gibt's hier eigentlich noch irgendwie was? Ne, der Vogel sitzt hier auch nicht. Ich glaube, wir müssen ja generell dafür sorgen. Da ist eine Truhe. Kann ich die... Hey! Kann ich die aufmachen? Auch als Hund? Gucken wir doch mal. Tatsache, das geht. Hey, 10 Rubine. Haben oder nicht? Haben sind schon 20. Ja, wir müssen ja generell dafür sorgen, dass diese Welt wieder zur Lichtwelt wird, weil ich kann mich ja hier auch als menschliche Gestalt nicht fortbewegen. Guck mal, da sind die letzten beiden. Die machen wir jetzt ganz easy. Da ist dieser Knopf auch. Ja, kein Problem. Aber der sieht mich nicht, ne? Ich bin gerettet. Puh. Seitdem der Boss durchgedreht ist, tauchen hier ständig die fürchterlichsten Monster auf. Hab gesehen, dass auch die Kinder aus dem Dorf mitgenommen wurden. Der Wald ist irgendwie seltsam. Was ist da nur passiert? Nice! Ah, wir werden direkt zurückgebeamt, oder was? Das wäre ja mega praktisch. Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Sehr geil. Dabei wäre alles so schön dunkel. Was ist denn so toll an dieser sogenannten Welt des Lichts? Man sieht sich. Mein Name ist Firone. Ich bin einer der Lichtgeister, die über Hyrule wachen. Die Göttinnen vertrauten mir diesen Wald an. Auserwählter, du bist das Tier, dessen scharfes Auge die Finsternis durchdringt, während andere nur tastend diese Schatten erforschen. Du fragst dich, was diese Verwandlung bedeutet? Sie ist ein Zeichen der erwachenden Kraft. Der Kraft, die dir, dem Auserwählten, innewohnt. Betrachte nun deine neue Gestalt. Ja, Mann. Genau die gleiche Rüstung gibt es nämlich bei Breath of the Wild auch. Dein grünes Gewand trug einst der von Göttinnen auserwählte Held. Trage es als ein äußeres Zeichen deiner inneren Kraft. Dein Name ist Link. Du bist der von den Göttinnen auserwählte Held. Nun, Link, auserwählter Held. Eine dunkle Macht verbirgt sich im Schrein, tief im Inneren dieses Waldes. Diese verbotene Macht wurde von uns Lichtgeistern vor Äonen mit einem Bannfluch an den Schrein gebunden. Nie sollte ein Wesen des Lichts mit der dunklen Macht in Berührung kommen. Das war unser Wille. Jetzt jedoch scheint sie nötig, um die Welt vor dem König der Schatten zu retten. Willst du diese Macht nutzen, so begib dich zu dem Schrein, den du im Inneren dieses Waldes finden wirst. Ja, aber wie ich in dem Vlog schon sagte, wird man diese Rüstung in Breath of the Wild nicht ohne den dazugehörigen Amiibo bekommen, den ich ja Gott sei Dank noch habe. Heißt also, ich finde das auch mit eine der coolsten Rüstungen aus den Zeldas, ja, weil die wirkt halt einfach erwachsen irgendwie. Ich finde es auf jeden Fall sehr nice. Weil du der auserwählte Held bist, hast du dich in dieses wilde Tier verwandelt. Schade eigentlich. Vielleicht wärst du ja glücklicher geworden, wenn du genau wie alle anderen als Geist herumgeirrt wärst, ohne etwas zu ahnen. Also was tust du? Gehst du zum Schrein? Wunderbar.
Ich habe in dem Schrein nämlich auch was zu erledigen. Und du willst doch bestimmt deinen Freunden helfen, oder? Vielleicht wird deine Hilfe ja in dem Schrein gebraucht. Also gut, dann streng dich mal ein wenig an, du von den Göttinnen auserwählter Held. Tipp, man sieht sich. Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle natürlich auch wieder vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 18:30 Uhr wieder. Macht euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.